Hey Leute, hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Pandido Gaming mit mir, dem Motto, und unserer App der Landschafts-Farming-Simulator. Alles, einfach alles 2016. Aber, okay, so, ich habe es im letzten Part erfolgreich nicht geschafft, unser zweites Feld zu finden. Aber jetzt, hier auf der Karte, sehe ich gerade, wo es sein könnte. Und zwar, sehe ich ein Feld links von dieser Kuh dort. Ich fahre jetzt, hier ist ein Zaun. Ich fahre jetzt einfach mal straight drauf zu. Das mit diesem roten Punkt darauf. Das ist ein freies Feld und es sieht mir so aus, als ob das vielleicht noch mein zweites ist. So, hier steht schon direkt eine Maschine drauf. Mal gucken, kann ich dazu wechseln? Ist die das? Ja, das ist die, okay. Okay, dann mache ich jetzt hier mal den Autopiloten an. Ja. Ingenieur, kannst du Zeit sparen? Ja, mach mal. Weil dann lasse ich den jetzt hier abfarmen und kümmere mich in der Zeit um was anderes. Worum? Tja, worum eigentlich? Ja, das weiß ich immer noch nicht. So, Sekunde. Was macht er jetzt hier? Macht er jetzt hier irgendwas? Oder ist das hier vielleicht mein Grubberfeld? Könnte das sein? Lass mich mal... Oh ja, Leute, ich glaube... Oh la la. Okay, jetzt mache ich hier mal den Helfer an. Das ist es! Das ist es, Freunde! Ich hab's gefunden! Ich habe das Grubberfeld gefunden! Yay! Toll! Und dann lassen wir doch mal unseren Helfer dafür arbeiten. Wir lehnen uns zurück und lassen unseren Helfer arbeiten, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht. Also, na doch, den lassen wir schon arbeiten, aber dafür nehmen wir ihn. Was ist... Ach, das ist der Mähdrescher. Okay, dann ist das also unser erstes Feld, oder unser zweites, wie auch immer, und das hier unser zweites Feld. Oh, hier ist die Ernte vorkommen. Schaut mal, das ist ganz grau geworden. Lustig. Okay, so, dann will ich jetzt da drüben unser Feld grubbern lassen. Und was ist denn das hier für ein gelber Punkt eigentlich? Fahre ich jetzt mal direkt drauf zu. Das ist wahrscheinlich hier das Teil, wa? Meint ihr damit? Okay. Lass uns mal weiterschauen, was es noch so gibt. Hier ist zum Beispiel noch so ein blauer Punkt über mir. Genau dort. Ach, das ist ja Wasserkanister, wa? Haha, okay. Okay. Da oben sehe ich Tiere. Warte mal, können wir den abkoppeln hier? Das ist mir ein bisschen zu langsam. So. Ne, der ist ja noch langsamer jetzt. Ah, jetzt. Okay, abkoppeln wird nichts, leider. Wie fährt der denn so unglaublich langsam? Aber gut. Aber gut. Ist hier auch eine schwere Maschine, nicht? So, hier ist das zweite Feld. Das muss jetzt allerdings noch bestellt werden. Ach, Leute, muss das vielleicht mit dem roten Gerät bestellt werden? Kann das, also gesät werden? Kann das sein? Oder Sekunde, kann ich... Mach mal an hier das Ding. So. Kann ich diese Reste hier noch abernten oder nicht? 10%. Ah ja, die Früchte sind verfault. Bitte ernte bis nächstes Mal früher. Ist ja gut. Da ist er nicht ganz so, da ist er nicht ganz so amüsiert drüber, da ich seine Früchte habe verfaulen lassen. Okay. So, ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. So, ich müsste jetzt hier an dieser Stelle... Stopp! Einmal abkuppeln. So. Okay. Kann ich das jetzt hier mitnehmen, das Teil? Das rote? Achso, ich bin falsch rum, oder? Wo ist denn eigentlich vorne? Ach, da ist vorne. Nee, ich glaube, das geht nur mit diesem, oder? Aber das kann irgendwie nicht sein. Wenn ich jetzt mit diesem Traktor, der ja gerade schon in Benutzung ist, so mal Rückwärtsansicht. Wenn ich jetzt mit dem Traktor, ne, der ja gerade in Benutzung ist, mein Feld zu machen, auch dieses Gerät hier nur benutzen kann, dann würde das heißen, ich brauche ein Gerät für, ja, doch, für zwei Anhänger. Das kann ich hier nicht mitnehmen mit diesem gelben, mit dem Mähdrescher. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, ich kann gerade wirklich nur mit einem arbeiten. Das ist ja komisch. Okay, dann nehme ich auf jeden Fall jetzt erstmal hier meinen Mähdrescher wieder mit. Wenn ich ihn erwische. Oh nein! Ich muss auf die andere Seite gehen. Jetzt schiebe ich ihn einfach weg. Okay, so. Jetzt hier eine Runde. Ach, am Baum vorbei. Na toll. So.
Bisschen ausrichten. So, okay, Rückwärtsgang rein. Und los geht's. Piep, 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 piep. Langsam. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, 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 da. Okay, langsam, langsam. Und andocken, Kumpel. Haben wir's, haben wir's? Nee. Jetzt. Jetzt haben wir. Okay. Okidoki. So, was machen wir jetzt aber damit? Fragezeichen. Fragezeichen, was tun wir jetzt damit? Wenn ich jetzt hier aufs Feld fahre, ne? Dann kann ich nichts machen auf dem Feld. Warum auch immer. Okay. Und der Kollege da, der macht das Feld hübsch. Auf jeden Fall. Oh, hier ist eine 1 gekommen. Was ist das denn? Ich habe einen Anhänger voll Raps gekauft. Möchtest du ihn bitte zur Mühle liefern? Aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist dein Anhänger voll Raps? Achso, das ist der andere, oder? Der... Nee. Nee, der fährt ja. Wo ist denn der Anhänger? Hä? Hab ich den? Ich hab den noch gar nicht. Wo ist mein Anhänger? Oder muss ich den erst holen? Achso, ich muss den vielleicht erst holen und dann zur Mühle fahren. Das könnte natürlich sein. Okay, dann folgen wir mal den blauen Punkten, was? Der... Oh, rum hier. So. Die blauen Punkte werden uns jetzt vermutlich, schätze ich mal, dorthin bringen, wo er den Anhänger stehen hat. Und den muss ich dann wiederum zur Mühle fahren. Voll Raps. Haha, okay. Gut, dann ist jetzt schon wieder die nächste Frage. Wenn der grüne Anhänger, der grüne Traktor, der jetzt gerade mein Feld, wie hieß das? Oh, ich habe das Wort vergessen. Begrubbert, genau. Der mein Feld grubbert. Wenn der damit fertig ist, dann muss ich ja säen. Richtig? Ich weiß aber allerdings nicht, wie so eine Sämaschine aussieht. Welche ist denn das? Ist das vielleicht sogar die, die ich ja gerade dran habe? Ist das eine Sämaschine? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung von Landwirtschaft. Aber, ja, wir werden das schon rausfinden, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich mache mir allerdings Sorgen darüber, dass ich diesen ganzen Weg gerade umsonst fahre. Weil, kann ich den Anhänger nicht abkoppeln? Das müsste ich doch eigentlich schneller sein, oder? Naja, ein bisschen aber auch nur. Ich mache mir Sorgen, dass ich jetzt den ganzen Weg umsonst fahre, weil ich den Anhänger gar nicht dabei habe. Der mit dem, was war das? Raps? Ja, der mit dem Raps. Aber mal schauen, ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal rüber. Oh, ist das weit. Heilig, ist das weit. Okay, das ist ziemlich weit. Und nach 8,5 Minuten zu fahren. Zeit. Eieieiei. Oh, hier sind ganz viele Felder hier, Wahnsinn. Okay, jetzt muss ich hier einscheren. Bitte lass den Raps dort stehen. Da unten ist es, oder? Ist es das? Ja, das ist es. Okay, okay. Wenn ich da jetzt den Raps abholen muss, dann passt alles. Dann wäre es super. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part auch. Ich habe hier schon heute jetzt wieder ein bisschen mehr rausgefunden. Das ist cool. Ich weiß jetzt schon mal, wie man ein Feld begrubbert und welche Felder uns überhaupt gehören. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Und da können wir auf jeden Fall gut ansetzen beim nächsten Mal. Okay, da vorne ist es. Ist da auch der Anhänger? Oh nein, Leute, oh nein. Ich bin mit dem Falschen. Hier kann ich doch gar keinen Anhänger dran machen. Oh nein, Leute. Ich brauche den Traktor hier für den Anhänger, ne? Der passt doch hier nicht dran an das Gerät, an das Gefährt. Ich kann es natürlich versuchen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es hier nicht dran passt. Doch, doch, doch. Es passt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Haha, ich hab ihn. Okay, Leute, toll. Oh, ist das geil. Okay, damit fahren wir dann zur Mühle im nächsten Part. Und wir sehen unser neu gegrubbertes Feld. Hey, es beginnt Spaß zu machen. Geil, toll, freut mich. Okay, Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar, abonniert den Kanal. Und für die unter euch, die mit dem Handy oder dem Tablet schauen, da gibt es rechts oben in der Ecke ein kleines i, ein weißes. Wenn ihr da draufklickt, ups, dann kommt ihr direkt zum nächsten Part. Also, bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Leute, und ciao.